Herzlich willkommen in unserer Ulrichskirche. Unsere Ulrichskirche wird da seit circa einem Jahr renoviert und wir möchten Sie etwas über den aktuellen Stand informieren. Und neben mir steht Architekt Albrecht Volle. Er hat wahrscheinlich den besten Überblick von uns allen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für uns. Herzlich willkommen. Ja, Herr Volle, Sie haben sich ja ziemlich spezialisiert auf die Renovierung von Kirchen. Was fasziniert Sie an Kirchen besonders? Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, wenn ich das darf. Es ist so, ich stamme ja aus einer Pfarrersfamilie und da waren Kirchengebäude zwangsläufig als Nachbarskinder von der Kirche immer ein Gebäude, das uns beschäftigt hat als Kinder und auch als Jugendlicher, als Familie. Und ich weiß nicht, ob das eine Art von Infizierung war, die ich damals in der Kindheit und Jugendzeit erlebt habe, weil ich viel mit der Kirche zu tun hatte, auch im Kirchengebäude, durch meine Aktivitäten auch in der Jugendarbeit und im Posaunenchor, schon jetzt über 55 Jahre, fast 60 Jahre. Und so bin ich eigentlich jetzt mit dem Gebäude Kirche, auch aus den 60er Jahren bei einer Renovierung, die mich damals schon etwas interessiert hat, vielleicht auch etwas in Verbindung gekommen, obwohl ich das nicht weiß. Ich weiß nur so viel, dass ich, als ich das Studium dann ergriffen habe von der Architektur, ich damals nicht den Eindruck hatte, ich würde mir das jetzt als oberstes Ziel meiner Aktivitäten vorstellen, Kirchen zu renovieren. Und wie das im Leben manchmal so ist, das sind eher die Entwicklungen einer Lebensgeschichte und einer beruflichen Geschichte, die dann solche Wege aufzeigen. Und ich bin dann Ende der 80er Jahre, der 1980er Jahre, das erste Mal mit Kirchen auch beruflich in echte Verbindung gekommen. Und da hat sich eine Verbindung mit Kirchen entwickelt, was die beruflichen Tätigkeiten anbelangt, die ich mir sicherlich so nie geträumt oder auch vorgestellt hätte. Und es ist eine unglaublich große Anzahl von Gebäuden geworden, die im kirchlichen Bereich liegen, die ich bearbeiten durfte. Und ich weiß ja, dass in den letzten Jahren, dass sich fast auf 100% meiner Tätigkeit konzentriert hat. Und das ist eine Sache, die mich mit großer Dankbarkeit auch erfüllt. Und ich sage das offen und ehrlich, es ist wie ein Geschenk des Himmels, dass ich das in meinem beruflichen Leben so erleben durfte. Und so bin ich mit Kirchen immer stärker neben Gemeindehäusern, Pfarrhäusern im Neubau- und Renovierungsbereich auch mit Kirchen sehr eng jetzt auch in Kontakt gekommen. Ich habe es nachgeguckt, es waren glaube ich über 30 Kirchen, die im Laufe von fast 30 Jahren ich jetzt da bearbeiten durfte. Unterschiedliche Größen von Kirchen, kleine Kapellen, größere Kirchen, nicht die ganz großen Dome der Welt, aber doch große Projekte. Und ich sage es jetzt auch einfach mal in zwei, drei Sätzen. Faszinierung ist vielleicht der falsche Ausdruck. Es sind für mich Räume der ganz besonderen Art. Eine Kirche, ein Kirchengebäude, ein Kircheninnenraum hat eine Atmosphäre, eine Ausstrahlung, die sehr meditativ, besonders in ganz verschiedenen Richtungen und Ausprägungen auch hier sich zeigt. Kirchen sind alte Gebäude in der Regel. Ich habe auch neue Kirchen, modernere Kirchen bearbeitet, aber in der Regel waren es die alten Kirchen, die schon Jahrhunderte alt sind und da mit einer Art von, wie soll ich sagen, Wertschätzung und Respekt mit diesen Kirchen, dieser Geschichte umzugehen, das ist eine ganz besondere Sache. Und was ich besonders schätze an Kirchen, dass sie so individuell sind. Dorfkirchen sind eben in der Regel, wie auch große Kirchen in Städten, haben ganz eigene Charakteristika. Und deswegen sage ich immer, wenn ich in eine Gemeinde komme und was zu tun habe in der Kirche, ich gucke mir das an und versuche das zu verinnerlichen, was die Kirche für den Ort auch für eine Wertigkeit besitzt, was sie ausstrahlt, was sie an Wichtigkeit auch ausstrahlt für die Leute, die sagen, das ist unser Kirch. Und so ist es ja in vielen Gemeinden, wo die Kirchen für viele Gemeindemitglieder und auch normale Bürger, die gar nicht in der Kirche sind, beispielsweise etwas ist, wo sie nicht drauf verzichten, wo sie sagen, das gehört zu unserem Flecke und zum Ort, wie auch hier in Weissach. Und das jetzt zusammenzubringen in eine Art von auch Sicht einer Kirche, was die baulichen Dinge anbelangt, das ist eine schwierige, aber nicht lösbar, nicht einfache Sache, ganz klar, weil wir einfach von meiner Warte aus
eine ganz wichtige Zielrichtung nicht aus den Augen verlieren darf, dass die jeweilige Kirche, wie jetzt hier diese Kirche in Weisach, ihren Grundcharakter behält, dass man hinterher sagen kann, auch nach einer Sanierung, wie wir es jetzt auch hier machen, das ist immer noch unsere Kirche, auch wenn sie in manchen Dingen anders aussieht. 30 Kirchengebäude renoviert. Respekt. Gab es ein Gebäude, das Sie da besonders noch in Erinnerung haben? Sicherlich, auch in der Größenordnung, sehr unterschiedliche. Ich habe eine ganz kleine Kapelle ganz am Anfang meiner Tätigkeit gehabt im Schwarzwald oben. Und jetzt vor kurzem eine auch im Nordschwarzwald in Dobel. Und es war eine Kirche, die wir sehr grundlegend, muss ich schon sagen, verändert auch haben mit schönen neuen Glaskunstfenstern. Es war ein Lichtblick der letzten, also was auch die Intensität der Bearbeitung anbelangt. Aber auch beispielsweise eine Kirche in Neubulach oder auch Außensanierungen wie die Stadtkirche in Kalf, wo wir viele Steinmetzarbeiten durchgeführt haben. Sie merken schon an dem, wie ich jetzt darüber rede, wie unterschiedlich auch die Maßnahmen waren. Aber eine Innenrenovierung wie hier jetzt in Weisach, das ist schon nochmal eine ganz besondere Sache. Ich merke schon, Sie können zu jeder Kirche unendlich erzählen. Aber jetzt müssen wir zu unserer Kirche in Weisach kommen. Wir haben ja, es war glaube ich das Jahr 2015, 16, einen kleinen Architektenwettbewerb ausgeschrieben und Sie sind dann gekommen und haben gefragt, ob Sie mal einen Schlüssel bekommen können, um sich ein bisschen die Kirche anzuschauen. Wenn Sie sich da mal zurückzuerinnern versuchen, wie ist es Ihnen gegangen, als Sie so in der Kirche ganz allein gesessen sind? Was hat Ihnen da in unserer Kirche gut gefallen? Was waren so Ihre ersten Eindrücke, die Sie da gesammelt haben? Also dieser erste Eindruck war sicherlich ein schöner, in dem Sinn, dass ich mich hier wohlgefühlt habe in dieser Kirche, obwohl ich sie ja nicht so kannte. Ich kannte ja vom Gemeindehaus hier vor einigen Jahren die Gemeinde gut, aber die Kirche so nicht. Und was mich ganz besonders beeindruckt hat, ist der Chor dieser Kirche. Dieser Chor mit dieser großen Orgel, die hier so im Blickpunkt wirklich gerückt ist, wie das nicht in jeder Kirche der Fall ist. Und diesem Schmuck, den auch die Orgel auszeichnet, aber nicht überladen ist. Und dann diese zurückhaltende Gestaltung des Chorraumes und seine lichte Helligkeit. Und diese Schlichtheit des Raumes hat mich im Gegensatz oder im Vergleich zu dem Kirchenraum sehr beeindruckt. Dass dieses hier so in Weisach ein ganz wichtiger Punkt ist, den ich von Anfang an sehr wertgeschätzt habe. Und dann kamen aber doch der ersten auch Fragen der Kirchengemeinde, könnten Sie sich vorstellen, dass man in dem Raum, der eine gewisse geometrische Besonderheit hat, dass er nämlich lang und relativ schmal ist, könnten Sie sich vorstellen, hier etwas zu verändern? Und das hat bei mir natürlich schon etwas ausgelöst im Hinblick auf die Frage, wie, und das ist vielleicht der nächste Punkt, den Sie vielleicht fragen werden, vermute ich mal, wie könnte man das bringen? Aber grundsätzlich die Schlichtheit auch der Ausgestaltung dieses Kirchenraumes mit dem Chorraum zusammen ist schon eine sehr schöne Sache. Und dann der freistehende Kirchturm ohnehin, das ist hier mit dem Garten hier drumherum eine Besonderheit, die viele Leute mir auch schon von außerhalb gesagt haben, die Weisacher Kirche ist schon was Besonderes. Sehe ich auch so. Aber natürlich Ihr geschulter Blick, Sie haben es gerade auch schon ein bisschen angesprochen, auch sich auf das gefallen, wo Sie gedacht haben, da hat die Kirche noch Entwicklungspotenziale. Sagen Sie einfach mal ein paar Sachen, wo Sie gedacht haben, da können wir jetzt neue Akzente setzen. Also es war so dieses Thema Veränderung des Raumes, so dass wir vielleicht im vorderen Bereich mehr Platz erhalten für gewisse Arbeit, Veranstaltungen im Bereich des vorderen Kirchenschiffbereichs, war für mich ein wichtiges Thema. Und dann die Frage, was sollte sich da räumlich jetzt auch verändern? Und da kam dann von mir die Idee, relativ bald eben doch vielleicht diese Emporen, Seitenempore zu verkürzen, um dieses dahinterliegende, etwas in der Ecke liegende Fenster in den vorderen Kirchenraumbereich hinein wachsen und ausstrahlen zu lassen. Und dann kam der nächste Punkt, diese Frage einer Erweiterung des des Chorraumes im Hinblick auf diese zusätzliche Fläche. Und so kam so gewisse Idee zusammen für mich, im Zusammenhang mit dem Platz für den Taufstein hier einen Akzent zu setzen. Und ich bin ein großer Fan und Freund von Kirchenglaskunstfenstern, habe da auch schon einige gute Erfahrungen gemacht. Und da kam einfach für mich so eine Idee, aus diesem Fenster vorne, obwohl es ein Nordfenster ist, eine besondere Akzentuierung praktisch zu schaffen. Und dadurch praktisch, so habe ich es genannt, eine Art Taufenster zu schaffen,
das in den Raum nach vorne wirkt und den Taufstein damit hineinbindet in diese Idee, sodass hier ein neuer Effekt Raumerlebnis mit Akzent in einer Interpretation, was das Taufgeschehen anbelangt, erreicht wird. Das war ein wichtiger Punkt. Wir hatten über die Frage des Altars gesprochen, ob er nach vorne müsste oder nach hinten gerückt werden müsste. Wir haben ihn ja jetzt gelassen. Nächster Punkt war noch die Kanzel mit diesem Durchgang, der von hinten kommt, der mir noch nie so ganz gut gefallen hat. Da wollte ich gerne, dass man den schließt, um eine ruhige Fläche hinter dem Redner oder dem Prediger zu finden. Ist uns aber nicht gelungen. Ich sage es auch schon in der Vorwegnahme, das war nicht technisch eigentlich nicht lösbar. Das waren so die Gedanken, die räumliche Veränderung anzugehen, der Wunsch der Kirchengemeinde, Bänke rauszunehmen, um mehr Platz im hinteren Schiffbereich und auch im vorderen Bereich zu bekommen. Das ist fast eine Sache, die fast bei jeder Kirchenrenovierung zurzeit kommt, und das finde ich auch gut. Das war natürlich auch ein wichtiger Teil. Aber ansonsten sage ich ganz deutlich, war ich von Anfang an der Meinung, wir sollten nicht zu viel jetzt von der Gestaltung in der Kirche verändern, um einfach den Charakter zu lassen. Wir haben so ein paar Dinge noch mit dem Restaurator ja inzwischen im Denkmalamt besprochen, dass wir die Umrahmungen der Fenster, die aus den 60er Jahren stammen, die etwas unruhig wirken im Kirchenraum, zusammen mit den alten, schönen Wandgemälden, dass wir diese Umrahmungen wegnehmen. Aber das ist auch so ein Teil eines Konzepts. Man sieht es, wir sind mittendrin in der Renovierung. Herr Volle, wenn Sie zurückblicken, was ist denn bis jetzt im letzten Jahr so gelaufen? Welche Renovierungsschritte haben Sie angegangen? Es war sicher der erste große Bereich, das war die Dachsanierung, die Konstruktion oben im Dachbereich, das wir eigentlich ja gar nicht im Plan hatten, ganz am Anfang. Das war ja eine große Maßnahme, die lief ja letztes und vorletztes Jahr, und die haben wir dieses Jahr abgeschlossen. Wir müssen noch die Sakristei hinterherhängen, weil wir da auch noch ein Problem hatten. Und jetzt sind wir ja, muss man wirklich sagen, schon seit Monaten im intensiven Bereich der Kirche, des Kirchenraumes, und da haben wir jetzt vor allem alle Grobarbeiten, sage ich mal, hinter uns. Das heißt, die ganze Elektroinstallation, alles, was so jetzt in die Wände rein musste oder in den Boden, die ganzen vielen Leitungen, die sind alle schon verlegt. Und wir haben den Boden auch entfernt, den alten Boden. Das ist ja auch noch so ein Thema. Holzboden war ja lange noch in der Diskussion. Jetzt kommt ein schöner Steinboden rein. Wir haben alle Voraussetzungen inzwischen geschaffen, dass wir jetzt die nächsten Wochen, vielleicht in 2-3 Wochen, den Innenanstrich machen. Und dann haben wir innen praktisch eigentlich die Raumschale schon fertig, können das Gerüst abbauen, und dann wird im Mai, Juni der Boden, der neue Steinboden, eingebracht im kompletten Kirchenschiff von hinten bis ganz in die Ecke von Chorraum. Und dann wird es innerhalb von ein paar Wochen wirklich schon so fast fertig aussehen. Und dann haben wir noch die ganzen Innenarbeiten, was die Einrichtungen, die Bänke und auch das Medienpult beispielsweise da anbelangt, dann die Montage der Beleuchtung. Das sind dann die eigentlichen letzten Arbeiten, die dann bis im Juni, Juli vorgesehen sind, sodass wir dann praktisch im Prinzip für innen bis im Juli fertig sein wollen, wenn alles gut für uns läuft. Und wenn alles gut läuft, können wir unsere Kirche wann einweihen, circa? Also ich war mutig, weil ich auch da gefordert war mit dem Termin. Ich dachte, wir kommen bis Ende Juli hin. Ob wir das genauso schaffen, ich bin im Moment noch ziemlich zuversichtlich, dass wir das schaffen und könnten dann einweihen. Das Problem, unsere Corona-Krise wird uns ja hier wohl noch einiges an Hindernissen bereiten, vermute ich mal. Aber wir haben ja mal gesagt, also nach den Sommerferien sehe ich eigentlich vom Grundsatz her gar kein Problem. Noch eine Frage zum Schluss, Herr Volle. Die musste ja kommen. Genau, Sie wissen, was kommt, die Finanzen. Ja, klar. Das ist ein großes Projekt für unsere Kirchengemeinde. 1 Million Euro hat man etwa veranschlagt. Davon muss unsere Kirchengemeinde ungefähr die Hälfte finanzieren. Wie sieht es denn mit den Kosten aus? Liegen wir im Rahmen oder müssen wir noch mit was rechnen? Also es sieht so aus, dass wir nach heutigem Stand der Dinge wohl in etwa mit den Kosten hinkommen werden. Wir haben die letzten Wochen einiges noch an Mehrkosten gehabt. Ich habe es gerade angedeutet, auch mit der Sakristei, mit dem Dach. Insgesamt glaube ich, dass wir mehr oder weniger diese Zahl nicht wesentlich überschreiten werden. Ich will es ganz vorsichtig sagen. Wir haben noch eine Summe von Unvorhergesehenes als stille Reserve immer noch drin gehabt, aber ich bin da nicht so mutig, dass ich sage, die brauchen wir nicht, die werden wir brauchen. Ich glaube, dass der Rahmen von 1 Million plus minus realistisch sein wird am Ende, vermute ich. Mit dieser guten Nachricht bedanken wir uns ganz herzlich, Herr Volle. Wünschen Ihnen Gesundheit, Gottes Segen
Und wir freuen uns, bis unsere Kirche mal richtig fertig ist und eingeweiht werden kann. Vielen Dank. Ich danke Ihnen auch und wünsche uns allen natürlich auch, dass es uns gut gelingt und dass wir in die Kirchengemeinde vor allem die Freude an der neuen Kirche, neu gestalteten Kirche, dann lange hat. Vielen Dank.